Servus Leute, willkommen zurück zu Shantae and the Pirate's Curse and the Wolf and the Die. And the Die. The Die, wie das schon klingt. The Die. Dachte ich doch. Die königlichen Abwasserkanäle. So direkt so, einfach so im nächsten Bild so. Ah, erstmal Kloakensaft. Stimmt richtig super. Outlast. Kanalisation. Das links da oben sieht verdächtig aus. Okay, die Flamme. Das da. Schlange. Das da oben. Ah, meine Haare sind zu kurz. Fleisch und Schiff. Noch einer. Gut, ich hab drei, ich kann nicht raus. Ah. Mächtige Haare. Terminator-Haare. Solche Haare hättest du auch gern, gibst zu. Wär schon geil. Ich nicht, was mache ich mit langen lila Haaren? Okay, du bist. Naja, lila müssen sie ja nicht unbedingt sein. Ist das so eine Art Geisterblock oder was ist das? Nee, ich glaube, den kann man verschieben, aber ich wüsste jetzt nicht wohin. Überall gucken die Secrets. Aha. Ah, das sieht man schon. Aha! Jetzt bin ich Fisch. Was war denn das gerade für eine Eröffnung? Irgendwie so boom, 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 irgendwie so Techno-Style. Nein, ihr Schweine! Also die Haare wie Dietrich benutzen, geht wohl nicht. Nee. Ich glaube, ich muss hier später hin und ich glaube, ich weiß auch schon, was ich brauche dafür. Erstmal bringe ich dem Typ seine Fleischlutscher. Ups, jetzt habe ich nicht gelesen. Ach, egal. Ah, super. Die sollten funktionieren. Ganz nebenbei, wenn du zum Palast zurückkehrst, kannst du diesen Schlüssel für das königliche Tor für mich zurückgeben. Irgendein Idiot muss ihn verloren haben. Widerlich. Er ist voller Bissspuren. Ja, ich habe ihn vor einer Stunde in meinem Mund gefunden. Da nimm. Vor allem, wer legt einen Schlüssel in den Mund? Stell dir vor, er schluckt ihn und er stickt dran. Also das ist ein ziemlich... Ah, komischer Humor. Ja, kann es sein, dass die Schlüssel für das königliche Tor. So, das habe ich ja gesagt, kannst du es denn bitte durchreichen? Da. Torschlüssel. Ah, welche Freude, jetzt kann ich hier aufschließen. Hier aufmachen. Dies hier befestigen. Und. Na also. Der Sigmund-Land-Palast ist wieder für Besucher geöffnet. Bitte komm mal rein. Wir haben so ein Hochsicherheitsschloss. Und ich demoliere erstmal alles, genau vor dem Augen der Wache. Willkommen im Sigmund Palast. Und was vorher passiert ist, ich wollte gerade sagen, wieso heißt du nicht willkommen, wenn ich Staatsfan Nummer 1 bin? Juckier, dass die Sultana verreist ist. Ich mach mir immer Sorgen, wenn sie so weit weg vom Palast ist. Wieder. Was ist das für ein Geruch? Ah, das ist nicht meine Rüstung. Erst mal dran schnuppern. Ich dachte erst, der schnuppert an mir, aber... Also offensichtlich hat er die Rüstung von jemand anderem angezogen. Königliche Bibliothek. Durch die Tür und durch die Halle.
Du musst dir vor allen Dingen auch noch bedenken, dass das wahrscheinlich da total heiß drin ist. Hm. Die laufen hier schön verschwitzt. Hm. Ein Besucher. Lass mich dich betrachten. Oh. Na, du viele Sau. Hohoho, dieser Bibliotheksausweis kann meine alten Augen nicht betrügen. Natürlich guckt er nur auf den Ausweis, nicht irgendwie auf, auf ihre Brust oder auf ihren Hintern oder so. Oder generell auf die Person. Mhm. Du bist früher auch hergekommen. Nee, der erkennt die Frauen bestimmt nur aufgrund ihrer Taille und ihrer Körpermaß. Die Tochter des Schatzjägers, richtig? Ja, also... Ja, also er ist mein Onkel. Und was ist das? Eine gerichtliche Vorladung? Diebst Vorladung, was für ein Deutsch. Hier steht das. Schere? Steinpapier. Laubsäge? Ziegenmaul? Was? Die wollen dieses lange, schöne Haar abschneiden? Mit einer Säge vor allem. Ich habe noch niemanden gesehen, der mit einer Laubsäge jemand anderen die Haare schneidet. Also das habe ich beim Friseur auch noch nie gesehen. Ja klar, da kommt er mit der Laubsäge an. Das ist nicht okay. Ich könnte ja einfach diese Papiere verlegen, bis die Sultana zurückkehrt. Ich würde dir jetzt gerne zuzwinkern, aber leider funktionieren meine Augenlider nicht mehr. Oh. Läuft der blind durch die Gegend? Bitte nimm dir, wofür du hier bist. Vor allem, er will mir zuzwinkern. Oh. Vielen lieben Dank. Ich könnte auch dir einen Dienst erweisen, wenn du verstehst, was ich meine. Der hohle Globus enthält. Der hohle Globus enthält ein Geheimnis. Ha, ha, ha. Ich halte einen Knacker. Yeah. Ich hatte eine verbotene Insel erhalten. Hm. Oh yeah. Hast du noch was? Lass dich nicht unterkriegen, junge Dame. Du hast überall Freunde. Viel Glück. Und du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du verstehst, was ich meine. Überhaupt nicht pervers oder so? Überhaupt keine schweinischen Andeutungen oder so. Nee, niemals in keinem Part von dir noch nie gesehen, du. Nö. Erst recht in keinem Chantay-Part oder so. Was müssen das für Haare sein, die einfach so Kerzen durch, damit brennenden Kerzen kaputt machen, in Einzelteile zerlegen. Ich hau ab, tschüss. Lass dich von den Kindern anknabbern. Diese Zombie-Kinder einfach, vor allem diese Zombies. Ich weiß warum Zombies, aber das werde ich dir nicht verraten. Hm. Zumindest im Nachfolger. Da gab's ja auch sowas ähnliches. Ich hoffe einfach mal, dass die Person hier auch vorkommt. Nicht so doof. Ich bin ein heißes Schnittchen. Vor allen Dingen laufen die dann nur immer mit offenem Maul durch die Gegend. Da fliegt doch eine Fliege rein. Eine Fliege, wenn das die einzigen Sorgen sind, die ich als Monster hätte. Ich will da hoch, ihr Schweine. Fliegenball. Ich habe jetzt keine Lust, euch alle zu killen. Du Hund! Natürlich die Ecke für den Kürbis, da musst du wieder reinrennen. Ja. Wehe, lass den Kürbis fallen. Ich bin Pazifistin. Nein! Oh. Gut, dass der zu schwach ist, einen Kürbis zu werfen. Ja. Warum auch immer ich gegen Vogelscheuchen kämpfe, aber egal. Es gibt Spiele, wo man Schildkröten zermatscht, wenn du es tust. Alles klar. Will ich andeuten, irgend so ein dicker Klempner mit seinen
Bruder, der irgendwie versucht, Prinzessinnen zu retten. Ah, ich verstehe schon. Und Peach ist doch so blöd, warum suche ich einfach einen geilen Prinz, ne? Sie nimmt einen verkackten Klempner. Powertritt? Der hat mich jetzt schon 3000 Mal gerettet. Oh ja! Erholen lernen. Rückwärtssalto lernen. Ich muss sparen, weil hier geile Sachen sind, verdammt. Da will ich rein ins Gefängnis. Oh, wer bist du denn? Slapdene, hi. Ah, Scuttletown, Tintenschmied zu deinen Diensten. Ich nehme diese niedlichen kleinen Tintenherze und schmelze sie ein, damit du mehr Energie bekommst. Achso, schmelze sie ein. Ja, tut mir leid, Süße, aber du brauchst 4 Tintenherze, um einen Herzhalter zu schmieden. Ist der gut versteckt, ey. Geil. Hab ich jetzt 4? Ja, hallo, ich bin Tintenherz und ich werde schmelzen. Ich schmelze hier dahin. Los geht's. Tintenherz, wo kommt man das bekannt vor? What the fuck? Ja, ne? Bitteschön, deine maximalen Herzen sind um 1 gestiegen. Vor allen Dingen, sie sagt schmieden und sie haut einfach nur drauf. Vor allem mit so einem bösen Blick, so, ihr werdet sterben. So, ich bringe euch alle um. Und? Was hat das so lange gedauert? Ich habe dies in der Bibliothek gefunden. Eine Karte der verbotenen Inseln. Genau wie du gesagt hast. Oho, der Tu nicht gut taucht ja doch ein bisschen was. Du gibst verbotene Karte. Guckst du. Also, willst du mir helfen? Nur wenn du zustimmst, genau das zu tun, was ich sage. Wenn ich es sage. Der Pirate Master ist mein Gegner, nicht deiner. Und wenn es vorbei ist, gehen wir wieder getrennte Wege. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wir haben einen Deal. Lass uns diese Typen zusammen besiegen und Sequin Island retten. Warte kurz. Wie kann ich mir sicher sein, dass du nicht plötzlich abhaust? Oh, sie ist klug. Würde ich dich belügen? Ja. Ja. Guck mal, also, könnt diese Augen lügen? Ja. Begrüße den dampfbetriebenen Ozean Tinkertop Mark 2. Mark 2? Was ist denn mit dem ersten passiert? Genau das wollte ich als Scherz jetzt eigentlich auch sagen. Du bist ihm passiert. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Also an den Anblick könnte ich mich gewöhnen, wenn der Chanté vor mir sitzen würde. So. Ah, du siehst ja, was du da. So, ist ja schon irgendwie echt schwankend. Okay, hier habe ich. Hier fehlen noch 2 und 3 Piratenköpfe. Spukinsel. Ich nehme mal an, dass vom Titel her die Person auftaucht, die ich hoffe. Dann würde es zumindest deine Frage erklären. Da ist sie, die Spukinsel. Die Spukinsel. Wenn wir keine andere Karte finden, ist dies das Ende unseres Abenteuers. Ich bin für alles bereit. Sie hat eine geile Piraten... Bandana. Ja. Wo hast du diese Klamotten her? Sie hat sich eigentlich nur ein Bandana angezogen, oder? Und noch am Bein hat sie auch noch was. Ja, dieser Gurt. Und an Bord, da gibt es alle möglichen Sachen zum Anziehen. Und natürlich hat sie sich nur diese beiden Sachen angezogen, nicht irgendwie was. Nicht direkt so ein ganzes Outfit geändert. Eigentlich bin ich froh, dass sie ihr Outfit nicht geändert hat, weil sie sieht echt heiß aus, um ehrlich zu sein. Die meisten Stücke waren mir allerdings etwas zu weit. Okay, das erklärt alles. Bleib von meinen persönlichen Sachen weg! Donnerwetter, ich war noch nie so weit vom Festland entfernt. Es ist schön hier. Lass dich nicht täuschen. Der Pirate Master bezieht seine Macht von diesem Ort. Auf dieser Insel ist eine Stätte des Bösen versteckt. Du wirst sie finden.
Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Dieses Mal nicht. Boah. Aber wenn wir zusammenarbeiten, hier, guck mich an, ich muss jetzt noch künstlich weinen. Ich sagte nein und ich meine es auch. Ich habe meine Gründe. Ja, ich verstehe. Du hast Angst. Wie kannst du es wagen? Ich werde dich ausnehmen wie eine Makrele. Wie provokant sie ist. Oh Mann, du musst doch lernen, mit Humor umzugehen. Und zieh dieses alberne Kostüm aus. Okay, ich zieh mich aus, aber das Bandana würde gut bleiben. Ach, du verstehst wirklich keinen Spaß. Ach so, sie hat sich schon ausgezogen. Hm? Nein, zieh dich wieder an. Moment. Okay. Sind das Pflanzen oder so? Pass auf. Nochmal. Ich tanze gerade auf meinen Stuhl hin und her, weil das Lied ist, das ich von den Random Videos da verwendet habe. Ich weiß auch nicht, ob du. Was ist das denn? Oh, ist das süß! Das will ich doch nicht töten! Der spuckt einfach solche, keine Ahnung, sind das Pflanzen? Die sehen aus wie Pflanzen versus Zombies, dann die Erbsenkanonen. Ja, das sind irgendwie Blubberblasen mit Fischgräten drin. Soll das so ein Fisch sein? Ah, jetzt sehe ich auch die Flosse. Oh, die Musik geht ja voll ab. Wie geil. Fleischspiel. Was ist das denn? Bist du da vielleicht drauf? Also wenn die schon so zwicken, bezweifle ich das. Ey, die Musik geht ja voll ab. Mega geil. Die Musik ist geil. Du Hund. Du Frosch. Du Kröten. Berserker. Krötenterminator. Oh nein, das wollte ich nicht. Leonfrau da. Ja, mach nochmal. So hört sich. Oh! Oh, Schätzchen! Schätzchen! Sie schickt mir Küsschen. Herzchen. Die Musik ist voll geil. Oh Mann, ich töte schon wieder mit, das ist jedes Mal das gleiche, aber wenn Soundtrack so gut ist, kann ich nicht anders. Mich, ob ich mich hier auch verwandeln kann wie ein Half Genie Hero. Das wäre ja geil. Du hast Meerjungfrau oder sowas. Ja, ein Half Genie Hero war ich ja eine Meerjungfrau. Und voll geile. Musst du dir mal angucken. Da musst du dich mal nicht machen. Nein! Ich wollte nicht ganz runter. Hä? Okay. Diven. So, hier gibt's garantiert irgendeine Verwandlung oder so, weil sonst würde ich da nicht durchkommen. Oder hier. Oh, Musik ist weg. Vor vielen Jahren kam ich mit meiner geliebten Verlobten auf diese Insel. Geliebte Verlobte, das habe ich auch noch nie gehört. Geliebte Verlobten steht da. Also mehrere, das heißt er betreibt hier, wie heißt das nochmal? Ach komm schon, ich habe gestern den Begriff noch im Kopf gehabt. Bordell? Nee, sowas nicht, ich rede
von dieser mehrfachen Eheschließung, wie es zum Beispiel in Afrika oder in Indien, glaube ich, der Fall ist. Ich weiß gerade den Begriff nicht. Unser einziger Wunsch war es, den heiligen Bund der Ehe zu schließen. Aber ein furchtbares Monster, ein Diener des Pirate Master fand uns. Sein Blick verwandelte meine Geliebte in Stein. Ich könnte niemals von ihrer Seite weichen. Hier in diesem Ring und dass ich meine Sorgen vergessen kann. Toll. Seine Verlobte ist zu Steiner Start und er baggert gleich die nächste an. So stark versauge ich dich ein. Ich tanze. Guck mich an. Ui, wie sie die Hüften schwingt einfach. Ja, der Tanz sieht aber seltsam aus. Da fand ich das andere Hüfte schwingen besser. Oh, Bento Box. Boah, das sieht das geil aus. Ramachosi und Onigiri. Fleischlutscher. Bah. Karte? Achso, das zeigt mir an, dass hier ein Geheimnis ist, oder wie? Einfach nur Anfang und Ende. Metallring. Ein kunstvolles Symbol der ewigen Liebe und Hingabe. Warum? Scheiße. Jetzt hast du aber gegessen. Ja, stopp, sind ich. Was habe ich denn jetzt gegessen? Das war der Hummerschwanz. Nein! Toll, jetzt hat Chanté mir gegenüber einen Vorteil. Geile Musik. Oh Mann! Ja. Keine Musik! Aber das macht richtig Bock! Du Sau! Blasenschild! Blasenschild! Okay! Das ist das, was ich kaufen konnte und ich weiß auch, was das ist. Ich werde es dir mal demonstrieren. Butter! Schutzschild. Ich weiß aber nicht, ob das nur die Schosse abhält. Oder generell. Hummerschwanz, okay, ich habe ihn. Das ist schon wieder. Achso, ja, geht's auch weiter. Das habe ich gar nicht gesehen. Da oben! Wie komme ich da hoch? Das ist eigenartig. Hier ist eine rundliche Vertiefung. Ah. Ring. Du gibst Metallring. Du Metallring. Gibst Mola. Okay. Ja, dachte ich mir schon irgendwie. Das erinnert mich irgendwie an... Nein, ihr Schwein. Oh. Moment, dann haben die anderen bestimmt auch ein Zeitlimit, oder? Ja. Okay, der da geht zuerst drauf. Das wird schon passen. Schneller, schneller! Okay. Wenigstens läuft geile Musik. Mach doch! Schneller, 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 schneller. Da oben geht's auch noch. Shit. Ja. So, und hier werde ich den Part beenden. Wir werden sehen, was da rechts noch auf uns lauert. Das war Chanté and the Pirate's Curse mit geiler Musik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt errichtet sich erstmal den Zopf. Mach ich jetzt auch. Oh, ich hab keinen Zopf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Tschüss.